schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viel Spaß beim Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Schaltet ein oder schaltet ab. Aber eins müsst ihr mir versprechen. Schaut zu genau. Also lasst eingeschaltet beim Zuschauen. Viel Spaß beim Zuschauen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Viel Spaß bei der Sendung. Und hier habe ich noch ein Problemfältchen. Das war die Schlagleiste außen. Die hat hier ein schönes Profil. Also so Art Schnitzereien. Und das war mit einem Schwalbenschwanz befestigt. Der ist kaputt, der war morsch. Hier kann man noch den Staub erkennen von den Würmern, also morsch zerfressen. Und bis hier hat er einen Schaden. Hier ist alles gesund. Die andere Seite ist aufwendig gehobelt. Das heißt, das will ich auf keinen Fall neu machen. Jetzt werde ich hier das ausnehmen und werde das hier reinleimen und diese Schwalbe neu anschneiden. Unten ist erstaunlicherweise das Ganze noch relativ in Ordnung. Und hier bei diesen Löchern werde ich das dann anschrauben wieder, damit es hält. Aber zuerst werde ich jetzt mal das, was wir jetzt geleimt, also bündig gehobelt haben, werde ich jetzt schleifen und dann kümmere ich mich um das andere. Ich werde das, glaube ich, mit der Kreissäge ausschneiden, aber ich denke nach beim Schleifen. Fertig geschliffen. Jetzt arbeite ich nur die Löcher nach, wo die Schrauben versenkt sind. Das war sehr schlampig gearbeitet. So sehen die aus. Da fräse ich jetzt nur nach, dass sie schön gleichmäßig sind. Und diese Risse, die hier neben den Löchern sind, da gebe ich einfach Leim drauf. Hier ist nichts. Hier ist wieder was. Leim. Hier auch. Ich glaube, das war's. Na, hier ist noch was. Und hier, das sieht auch komisch aus. Dann wische ich das mit dem Finger so rein. Dann schleife ich das mit der Hand nach, dass im Ritz quasi Staub drinnen kleben bleibt. Früher habe ich das, oder ich mache es jetzt auch noch oft so, dass ich mit dem Hupfer drüber schleife, aber da ziehe ich die Absaugung heraus, damit der Staub nicht weggesaugt wird, sondern dass er drinnen bleibt. Aber das Papier wird kaputt und herinnen staubt es. Jetzt lege ich das in Ofennähe, lasse das ein paar Minuten trocknen und dann gehe ich mit dem Hupfer nochmal drüber und dann kann ich euch die nochmal zeigen. Ihr werdet sehen, ein Traum. So, und jetzt gehen wir es mit dem hier an. Also das ist 12 mm stark. Wenn ich hier mehr als 12 mm hineinschneide, komme ich schon zum Profil hin. Jetzt habe ich 11 mm eingestellt bei der Kreissäge. Wichtig, wenn man einstellt 11 mm mit Kreissägeblatt, dann muss man messen. Also ich will jetzt 12 mm wegschneiden. Jetzt muss ich messen. Bis zum Zahn dürfen es jetzt nur 12 sein. Bis zum Zahn auf dieser Seite. Denn das ist ja das, was auch wegkommt. Mit dieser Kreissäge geht das sowieso einfach. Ich kann hier öffnen und habe zum Feinjustieren. Da kann ich wirklich um ein Zehntel genauer einstellen. So, jetzt schneide ich mal hinein und dann Kreissägeblatt so weit hinaufgedreht wie möglich, dass ich vorne keine Rundung, also Rundung schon, aber so viel gerade habe wie möglich. Jetzt habe ich hier natürlich den weitgeschnittensten Punkt, oder? Nein, hier oben. Den muss ich mir jetzt überwinkeln, denn das muss weg. Schneide ich zuerst vorne bis auf meinen Punkt und jetzt auf dieser Seite. Jetzt kann ich zur Sicherheit nochmal nachkontrollieren, ob ich am Schluss dieses Freihandschneiden auch genau gemacht habe. Und das sehen wir, es passt exakt. Hier können wir aber auch Zerstörungen vom Wurm sehen. Aber das macht jetzt nichts, denn großteils der Schäden sind weg, kann man sagen. Also eigentlich 99%. Und jetzt muss ich mir das hier herleimen einfach. Also das schneide ich mir jetzt mit der Kreissäge auf die Breite, einen halben Millimeter plus Überstand, damit ich das dann nachträglich abschneiden kann. Die Länge ist hier, aber nicht die ganze Länge. Der Zapfen muss ja noch dranbleiben. Dann kommt der Zapfen noch. Da nehme ich mir natürlich den Abschnitt. Da sehe ich genau, diese Kante ist jetzt die meinige. Da schneide ich hier die Schräge und schneide ich sie. Wo habe ich das Teil? Ja, wo ist es? Das hat dieselbe Schräge, weil es ja mit dem Schrägmaß angerissen wurde. Also das übertrage ich mir hierher. Zur Sicherheit messe ich jetzt noch.
Unten haben wir 2,8. Hier habe ich 2. Da ist viel mehr weggebrochen, wie ich geglaubt habe. Das muss hier alles weg. Die Breite kann ich mir aber auch gleich anreißen. Das schneide ich jetzt weg und dann sehen wir uns wieder beim Leimen. Ah, wir sagen danke. Wir sagen prinzipiell auch mitten im Video jetzt danke immer. Man muss sich viel mehr bedanken. Das muss ich jetzt noch wegschneiden. Das schaut noch ein wenig vor. So. Ansonsten, das hat gut funktioniert. Das wird jetzt so hergeleimt und dann kommt das so hier rauf. Genau. Und falls das da unten dann nicht reingeht, brauche ich nur das absetzen. Also nichts Spannendes. So, anleimen. Könnt ihr jetzt schauen, so müsste es passen. Ob es anders auch passt, ja, es passt eigentlich immer. Aber so passt die Aufteilung links, rechts besser. Also so kommt das jetzt her. Dann oben und unten ein Druckholz, damit ich nicht dieses schöne Profil noch mehr beschädige, als es schon ist. Hier ist die Kante dicht, hier nicht. Das heißt, ich muss es öffnen und mehr herdrücken. Jetzt kommt hier noch diese Zwinge, dass das stehen bleibt. Die Aufteilung passt. Ja, hier passt es. Hier schaut es mehr drüber. Es ist ein wenig verrutscht quasi. Aber hier bin ich ganz genau. Okay. So, das legen wir jetzt zum Trocknen weg. Und jetzt nehmen wir uns dieses Teil. Und ich gehe wie versprochen mit dem Hupfer drüber. Und jetzt erkennt man nichts mehr von den Rissen. Hier, das sieht auch perfekt aus. Hier spürt man nichts. Das hält jetzt, wie wenn es quasi original wäre. Ich werde jetzt alles abräumen, werde herrichten zum Streichen. Und ich werde nicht mit einer Leinöl-Firne streichen, also wo Trockenmittel drin sind, sondern mit einer ohne Zusätze. Dauert natürlich länger, bis es trocknet, aber die Qualität ist, glaube ich, schon besser. Denn wie wäre es sonst möglich, dass so eine alte Türe noch zu retten war, die wirklich ewig angeregnet wurde? Wie wäre es möglich, dass 400-500 Jahre alte Fenster noch restauriert werden können, weil sie noch da sind? Das ist meiner Meinung nach, weil es mit Leinöl ohne Zusätze gestrichen wurde. Glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Dieses Haus, in dem wir wohnen, das ist von den 50er Jahren. Und die Fenster, die alten, habe ich rausgestemmt, weil erstens dort, wo sie eingemauert waren, waren sie schon morsch. Das ist, weil eine gewisse Feuchte durch den Putz anscheinend hineingekommen ist. Dann war das Fenster auch so sehr geschädigt. Es war nicht mit Leinöl gestrichen, sondern mit Plastikfarbe und das Wasser konnte in die feinen Risse, die sie diese Farbe gemacht hat, das Holz arbeitet, und das Wasser konnte dahinter und nicht mehr heraus. Diese Fenster haben quasi 60 Jahre gehalten. Diese Türe ist das Doppelte und noch was. Also das spricht alles für Leinölfarbe. Ich finde, es würde mir so Arzt auch passen. Würde mir gut stehen. So, Leinöl. Das ist mein Leinöl-Streichbecher-Aufbewahrungs-Spezialdings. Puha. Fängt schon gut an. So. Jetzt wird gestrichen. Der Plan ist es, einmal farblos grundieren und dann mit Farbe. Mit Farbe zwei Anstriche, und den letzten Anstrich mit Farbe will ich machen, wenn dann alles quasi die ganze Tür zusammengebaut ist, dann wird der dritte Anstrich quasi über alles gleichmäßig gemacht. Das erscheint mir am sinnvollsten. Am Schluss ziehe ich das immer schön aus. Wenn es jetzt innen wäre, die Türe, könnte man es sogar so lassen mit farblos. Oder wenn die Tür irgendwo ist, wo die Sonne und der Regen nicht so hin kann, dann würde man es auch so lassen können, würde es die Farbe behalten. Ansonsten würde es grau werden und ja, ist doch nur Fichtenholz, also nicht sehr gut für die in der Witterung, daher der Anstrich. Schön.
schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und tschüss, Baba. Drückt gefällt mir, abonniert den Kanal. Keine Ahnung, warum ich das sage. Also ihr müsst mir das jetzt glauben. Also ihr müsst mir das jetzt einfach glauben. Ich hab dir sehr viel geredet, Nadja. Ha? Du wirst dir jetzt gar nicht auskennen beim Schneiden, Verlatter. Ich weiß ja selber nicht, was ich rede. So, ich zeig mir mal, Nadja, jetzt, wie man es anwischt und dann, dass man... Dass ich das auch dabei habe und dann streiche ich eh ohne Kamera weiter. Also doch. Und.